Hallo und herzlich willkommen bei Wetter Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Raid Shadow Legends. Ich starte das Spiel voll mit rein und dann warten wir mal kurz ein, zwei Sekunden, hoffe ich. Habe meinen Account schon hochgeladen, also aktiviert, meinen alten. Dann müsste es ja ein bisschen schneller gehen. Ja, heute ist ein bisschen spät mein Video dran. Hatte leider heute Morgen viel zu tun gehabt. Daher kam ich leider nicht am Computer. Und dann geht's jetzt mal los. Kein Sound. Da muss ich mal gucken. Doch, Sound da. Ah, meine Box sah wieder aus. Gut, gut, gut. Dann hauen wir mal rein hier. Ich werde mal wieder probieren, meine tägliche Mission zu machen und die roten Punkte abzuarbeiten. Oder nur die tägliche Mission. Ich kämpfe fünfmal in der Arena. Machen wir. Ist ja eine neue Liga. 23 bin ich, er ist 25. Das schaffe ich nicht. 23 sind doch meine stärksten, ja. Hat ja meine rosane Sterne. Der vielleicht. Schauen wir mal. Den müssen wir eigentlich locker down kriegen. Oh, das sieht aber cool aus. Trotzdem muss er fallen. Jo, über das halbe Leben schon weg. Und noch ein Schlag. Down. Ein Kampf haben wir schon mal. Erledigt. Alle pinke Sterne, pinke Sterne. Neue Liste. Oh, hier, den. Sobald da mehr Leute sind mit pinken Sternen, habe ich keine Chance mehr, weil ich habe nur, ich glaube, drei Kämpfer mit pinken Sternen. Drei Kämpfer mit pinken Sternen und auch nur die ersten drei. Oder ersten zwei. Zwei, zwei, zwei. Gut. Und dann auch noch nur vier Sterne. Das war Nummer drei. Ich musste fünfmal gewinnen. Den kriege ich nicht und die auch nicht. Ich kann es mal probieren, aber der hat fünf pinke Sterne. Das ist unmöglich für mich. Schaffe ich das dann noch? Oh doch, das schaffe ich. Perfekt. Hätte ich ja wirklich nicht gedacht, dass ich einen mit 5 Sternen down kriege. Aber so ist es. 1, 2, 3, 4. Dann werde ich die bestimmt auch schaffen. Und auch dann mein letzter Kampf. Jo,
stehe schnell down. Noch zwei Schläge. Dann liegt sie. Eins. Zwei. Das war der fünfte Sieg. Sammel. Bonustruhe. Okay. Mission 1. Geschafft. Beschwöre 3 Champions. Nummer 10. Die haben alle schon. Die Charaktere. Ich habe noch 538 zum Beschwören. So viel Platz habe ich gar nicht. Verwende 50 Energie. Okay, da komme ich gleich hin. Steige das Champion Level in der Taverne 3-mal. Okay. Erstmal schaue ich nach. Fähigkeiten. Kann ich wen? Da. Fähigkeit verbessern. Perfekt. Auch Fähigkeit verbessern. Und der kriegt auch eine bessere Fähigkeit. Der kriegt auch eine bessere Fähigkeit. Auch. Oh, 10, 10. Ah, da muss ich jetzt aufpassen. Ich wollte den aufleveln, glaube ich. Nee. 3 Sterne, 1 Stern. Gut. Oh, 1, 2, 3. Ich möchte ungern einen anderen Charakter für einen Charakter verwenden, außer wenn es der gleiche Charakter ist. Ich hoffe, ihr konntet mir gerade folgen. Zwei Sterne. Er ist grün. Da hätten wir voll viel verschenkt. Nee, mach ich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall einen aufleveln. Dann werde ich halt den hier aufleveln. Oder mal schauen. Fähigkeit. Nach ganz unten. 3 Sterne hat er.
Okay, die alle gibt es schon. Gehen wir schnell auf Level 9, hochgelevelt. Versuche viermal Artefakt-Schmuckstück zu verbessern. Versuche, das heißt, es muss nicht klappen, aber ich mache es so, dass es auch funktioniert. Habe ich da schon einen Ring für ihn? Er war ein Salamandermann. Salamandermann. Steht da oben. Kein Schmuck. Okay. Viermal werde ich ihn verbessern. Den Bogen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Perfekt. Einen Gegenstand kaufen. Das brauche ich nicht. Rüstung bin ich auch nicht so dafür. Aber ich kaufe mir immer diese grünen. Frostzwerg, Kreuzritter. Ich glaube, ich habe beide schon. Den habe ich, die grauen habe ich sowieso alle schon. Kreuzritter. Schade, dass man hier nicht gucken kann, ob man den schon hat oder nicht. Heiliger Orden. Und der ist bei Zwerge. Werbung. Geschenk abholen. Nee, das war es nicht. Index muss ich. Ein grüner war das. Kreuzritter. Habe ich schon. Wenn ich den noch nicht hätte, wäre der grau hinterlegt und das würde so aussehen. Die sind blau, die habe ich. Die grauen habe ich noch nicht. Und hier die grüne habe ich alle. Und bei den Zwergen. Ich auch alle grün, da ist der Frostzwerg. Gut, dann ist es egal, welchen ich mir kaufe. Dann hole ich den preiswertesten. Ist doch schnell hier ein paar Sachen. Einkassieren. Noch was übersehen. 21. 11. 4. Keine Ahnung. Mission. Ah ne, das war doch Gegenstand kaufen. Oh, er ist preiswerter. Nehmen wir den. Der wird sowieso nur geopfert. Jetzt schlage dreimal einen Kampagnenboss. Den habe ich schon. Also bis dahin habe ich alle auf 3 Sterne. Ob ich nehme den, warte mal, was? Herzangriff, Rüstung. Das ist, glaube ich, Konter, ne?
Das ist mit 4 Leuten kämpfen. Gibt es da nicht noch was mit 5 Leuten? 4 Leute. Vier Leute. Über den. Nehmen wir die als Chefin. Und die noch dazu. Die kann wiederbeleben. Dann werden wir hinten noch 2 nehmen, die ich hochleveln möchte, damit ich zum Skillen noch mal 2 weitere Leute habe. Jetzt habe ich hier schon 2, dann habe ich 4. Ist gut. Start. Und jetzt werden wir halt 3-mal angreifen. Automatik. Doppelte Geschwindigkeit. Wenn die sterben, ist nicht schlimm. Die kriegen trotzdem EPs. Passt. Habe ich bei dem Spiel eigentlich auch schon Ärger bekommen? Ich glaube nicht. Schnell Buch aufschlagen. Warum mache ich das nicht vorher? Warnung. Wait. Ne, steht nicht dabei. Subi. Wiederholen. Um die Leute hochzuleveln, mache ich auch mal sehr gerne bei den Dungeon-Bossen. Da nehme ich dann 2 gute und da kann ich immer 5 Leute mitnehmen. Und halt 3 schwache Leute zum Leveln. Jetzt wird er wiederbelebt. Nee, noch nicht. Und noch einmal. Wir sind schon auf Level 9. Liegt da schon wieder. Und er auch. Die Frau müssen wieder kämpfen.
Aber im Gegner ja auch. Jetzt nur noch der Boss. Down ist er. Jetzt muss ich noch Energie. Okay. Dann werden wir mal jetzt in der Dungeon gehen. Brauche ich weiß oder rot? Nimm mal rot, der läuft gleich aus. Den habe ich nicht mehr geschafft, dann werde ich wahrscheinlich den hier nehmen. Zwei meine starken und drei zum Leveln. Passt doch perfekt. Multifunktion starten. Doppelte Geschwindigkeit. Ich werde jetzt so lange durchlaufen lassen, bis die drei Level 10 sind. Okay, da ist der Boss. Oh, der erste Down. Wenig Schaden, ja. Ich denke mal, das habe ich gewonnen. Geht gleich weiter. Oder ich mache das lieber nur, bis ich die Quest fertig habe mit die 50 Energie verbrauchen. Hatte ich ja. Wie teuer ist jetzt hier ein Angriff? Das weiß ich gar nicht. Oh.
Aber das werden wir ja gleich noch sehen. Schneller, schneller, schneller. Ich habe doch keine Zeit. Und wenn alle stehen, ohne dass einer stirbt, dann gehe ich ins nächste Level. Aber solange mal einer stirbt, bleibe ich hier. Komm schon. Super. Krit-Treffer. Normaler Treffer. Normal. So. Und down ist er. Acht Energie. 16, 31. Jetzt haben wir 37. Bin hier schon fast am Einschlafen. Wird diesmal einer überleben? Nee, jetzt ist er down. Danach muss ich noch einen Angriff machen. Warte mal, das ist jetzt der vierte Angriff. 4 mal 8 sind 32. 15 hatte ich. Ah, noch ein Angriff. War doch richtig, 5 Angriffe. Yeah.
3 mit einem Streich. Das kann doch nicht wahr sein. Aber das wird dir auch nichts helfen, denn er ist jetzt gleich down. Go, go, go! Und wird er diesmal überleben? Ach, bestimmt. Ja, sie hat den sogar getötet. Okay, und jetzt so der letzte Angriff. Dann habe ich meine Daily fertig. Schön. Komme ich gleich am Anfang so. Der eine Südart steht immer noch. Ich hoffe nicht mehr lange. Und noch ein Schlag. Schon wieder 3 mit einem Schlag. Ha. So, deaktivieren. Oh. Den machen wir auch noch schnell. Der ist ja auch gleich auf 10. Oder die. Super. Neun haben wir. Okay. Alles im Bann im Boss. Jetzt wird er mal aus und alle down. Oh, nur einer. Okay, und der nächste down. Wird sofort belebt. Aber jetzt. Immer der Fläche schauen.
Super, gleich Schild gekriegt. Und down ist er jetzt. Lass, hau ihn um. Ah, hat es nicht geschafft. Immer noch nicht. Komm, noch eine Runde. Schau, dass man nicht noch schneller machen kann. Haben sie mich erstmal kaputt gebufft. Oder versucht. Ah, und wieder alle down. Immer das Gleiche. Okay. Jetzt kommt der Chef dran. Dann müssen eigentlich alle meine Charaktere auf Max-Level sein. Also diese 5, nicht alle, sondern nur meine 5, mit denen ich gerade hier spiele. Subi, gleich Schild bekommen. Jetzt macht sie ihn aber kaputt. Naja, okay, gleich. Jetzt, okay, jetzt ist er schon da. Kaputt. Alle Max-Level. Perfekt. Subi, da ist auch die Quest schon lange fertig eigentlich. Als einkassiert. Gut, dann. Ach. Rote Punkte ändern. Das können wir alles sammeln. Minuten schon. Oh! Dann wird es Zeit. Gut, dann sage ich mal, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nächstes Mal dabei seid. Bis dann, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.